Ja, meh, hallo und herzlich willkommen. Weiter jetzt hier mit Rogue Nature 2. Ich wollte mal ein bisschen. Ja, was wollte ich denn jetzt mal? Ein bisschen lustig wirken. Na gut, ich kann das nicht. Ich habe keinen Skill dafür. Näh. Wir schauen uns jetzt erstmal hier Tagebuch an. Eine Geschäftsbesprechung. Sprich im gehängten Mann. Ja, die Quest habe ich schon so lange, aber die geht ja immer nicht hier. Jetzt markieren, gelesen. Aktivieren, aktivieren, aktivieren! Geht noch nicht. Gut, die Expedition in den tiefen Wege. Diese Expedition in den tiefen Wege ist mehr als nur eine wichtige Gelegenheit. Bla bla bla, und dann muss ich dem Geld bezahlen. Gut, hübsche Verbrechen habt ihr hier. Sprich, in ihrem Haus im Gesindeviertel der Unterstadt mit Meryl. Gut, das machen wir mal als nächstes, glaube ich, als Quest hier. Gruppe sammeln, weiterziehen, ab in die Unterstadt. Wo ist denn die? Gut, hier sind die Dogs. Nicht wundern, wenn ich heute ein bisschen abgedreht bin. Heute hier jetzt bei Dragon Age 2, wenn ich das ein bisschen... Oh, ich habe hier doch noch eine Quest. Die Knochengrube. Gut, dann mache ich die nochmal weiter. Ja, auf jeden Fall wundert euch nicht, wenn ich heute ein bisschen abgedreht bin. Bin einfach nur ein bisschen zu gut drauf. Oha! Was ist das? Wieso? Die Bärsleute müssen ziemlich verzweifelt sein. Okay, Varric. Ich habe Angst, dass wir hier gleich in den Hinterhalt geraten. Erstmal nehmen wir uns hier mal die leichten Handschuhe aus dem Schutt mit und schauen uns mal an, wo es hier hingeht. Oh, verdammt. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Wer ist hier unten? Kirkwall hätte ohne seine Minen gar nicht keiner existieren können. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Oh, und da sind auch schon unsere ersten Kollegen hier. Bethany, was geht? Du haust ja eh so rein. Gut, ich nehme jetzt einfach mal Bethany und... Wow, fett. Eine eisige Umarmung. Das war nice. Das war sehr nice. So, jetzt greife ich den hier hinten nochmal an. Bams. Ey, ihr seid Plünderer. Wir dürfen gar keine Chance gegen uns haben. Ihr wollt uns höchstens versuchen zu plündern, ja. Habt ihr aber keine Chance. Wow, was macht ihr hier hinten denn? Bams. Schön Feuerball reingekloppt. So muss das sein. Wow, wow, wow. Greif an jetzt. Das halte ich nicht durch. Sehr schön. Gut, was haben wir hier denn so für Items beim Leichnam? Mottenzerfressener Schal. Gut, das ist auch mal was. Was haben wir hier? Oh, erstmal aufwärmen. Mensch, ist das kalt hier. So, jetzt haben wir uns schön am Lagerfeuer gewärmt. Jetzt können wir auch mal weitergehen hier. So, was haben wir denn hier rumliegen alles? Ah, da vorne sehe ich Items, Items, Items. Knochenberg, Geld und Onyx-Bruchstück. Gut. Jetzt würde ich trotzdem gerne mal wissen, wo unser Ziel ist. Da oben. Gut, wie komme ich denn da hin? Am besten hier lang. So, nach 10 Metern links abbiegen. Knochengrubenminen. Gut, hier sollen wir rein. Dann gehen wir da mal rein. So, da ist der Eingang zur Mine. Danke, Bethany. Da, aber ich kann auch lesen. Ich habe das schon gesehen und wir gehen da jetzt mal rein. Die freien Marschen sind keine einzelne Nation, sondern ein Land, das aus unzähligen unabhängigen Stadtstaaten besteht. Interessant. Oha! Katzen! Und kleine Drachen! Drachen! Oha! Hallöchen, Popöchen, ihr Drachen, ihr... Ich bleib lieber mal auf Distanz mit Warwick. Moment, kann ich nicht... Wo habe ich hier unten Dings? Festhaltender Schuss. Okay, hier, greif an. Wow, und ein ganz großer Drache. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Wow. Das ist überhaupt nicht gut, dass hier ein Drache rumchillt. Verdammt. Wie soll ich den denn down bekommen? Das kann ja jetzt lustig werden. So, ziehen wir den Drache so... Wow, so weit down, wie es geht. Was war das denn? Wir waren ja alle betäubt. Wow. Alter Verwalter. Das ist ja mal hart hier. So, jetzt haben wir erstmal die platt gemacht. Was war denn das jetzt für ein... Oh, hallo Drache. Joa. Ich wollte dich jetzt eigentlich ja nicht... Oh, noch mehr Drachen. Ja. Schön. Da freut man sich, dass man ein paar Drachen besiegt hat und dann sowas. So, haben wir die jetzt mal besiegt. Wow. Gehen wir hier jetzt gerade echt mal auf den Zeiger und wir erforschen weiter hier oben, wo es hier hingeht. Da unten konnte man ja, glaube ich, auch noch irgendwo lang, aber es ist nicht so wichtig. So, Webarmband, Webarmband nehmen wir uns mal mit. So, was haben wir denn hier? Ich sehe es doch schon. Da flattert doch schon der nächste Drache. Oh, nee. Gut, Leute, ihr seid bereit, ich bin bereit. Let's go! Weiter geht's gegen die nächsten Drachen. Hallo! Wow! Hier ist sogar wieder ein großer... Großer kleiner Drache hier. Den mache ich aber platt.
Ey, ich mach dich platt. Ich mach dich gut, Junge. Verdammt. So, eisige Umarmung, rein da. Bam. Und so viel hält der Drache eigentlich gar nicht aus. Wow. Komm schon. Mach den kaputt. Geht doch. Und wir haben Deutsch bekommen. Way. Ich glaube, das wird. Alter. Das ist ja richtig hier eine Drachenhöhle. Und wir haben jetzt einen Helm des Sieges. Was bringt uns. Moment, was bringt der Dolch? Voraussetzung 2 Waffen plus 31 Angriff. Voraussetzung 22 Geschicklichkeit. Der Aderlasser bringt 20 Schaden, 35. Okay, Moment. Erstmal. Ah, wir brauchen Geschicklichkeit. Sehr viel. Wir haben erst 14. Warwick, wie viel hast du? Ja, Warwick ist aber einer. Auf Pfeil und Bogen, also ein Fernkämpfer, also nicht so gut dafür. Helm des Sieges, Voraussetzung 18 Konstitution, hat Evelyn nicht. Nee. Nee, und Warwick auch nicht, nee. Hat denn keiner 18 Konstitution? Okay, Beschränkung, ist nur auf Dash und, also nur auf unseren Hawk. Gut, Schmuggler, Schuppenrüstung mit Bändern. Ah, die könnte ich tragen. Ah, Brustteil aus Purpur. 4 kritische Trefferchance, 11 kritischer Schaden und 54 Rüstung. Ausgerüstet ist so ein Agentum mit 49 Rüstung. Dann wechseln wir das doch mal. So. Das sieht doch schon mal viel schmucker aus hier. Und ich muss gerade mit meinem Headset klarkommen. So, jetzt. Was haben wir denn hier hinten? Oh, ja, ja, ja. Da sieht unser Hawk schon, wie soll man sagen, viel geschützter aus, ne? Ah, kann ich hier runterspringen? Ich bin Suizidgefährde. Na, ne, ne, kann ich nicht runterspringen, schade. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was, von wo? Okay, hallo Sönke. Dir gebe ich erstmal hier, wat, wie heißt die Attacke eigentlich? Zwillingsfangzähne. Rein damit, so, bams. Das war ja mal ein fetter Kick. Wow, das war ja nice. Ein gefühlter One-Hit. Allerdings haben wir halt nur einmal angegriffen und dann hat Varric, glaube ich, nochmal angegriffen. Wow. So, Drachenjunge ziehen wir down. So, und irgendeiner steht da um die Ecke, da soll mal mitkommen. Wer ist denn da? Wer ist denn der... Varric. Okay, komm. Varric, 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 greif an jetzt. Hier, den. Und hau rein. Bam, sehr schön. Oh, wow, wow, Varric. So, haben wir sie down gezogen? Nein, 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 da hinten ist doch noch einer. So, Angriff. Und hier kam, glaube ich, jetzt auch noch einer, yo. Hier sind schon wieder neue, greifen wir die mal an. Und bam, zieh die down, Kollege. Jetzt komm, Varric. Ah, oh, ich spiele nicht so gut, oder ich spiele nicht so gerne mit dem. Varric ist echt ein Charakter, der gefällt mir nicht. Der ist wirklich so ein bisschen. Und der schießt ja auch so träge oder er schießt halt nicht so schnell mit der Armbrust. Und naja, das gefällt mir irgendwie nicht. Pfeil und Bogen ist nichts für mich. Was bist du? Du bist ein Tiefenpilz. Handwerkszutat. Warum holt er seine Klinge raus? Ah, da oben sind Gegner. So, jetzt machen wir das mal ganz taktisch hier. Evelyn. Evelyn, du gehst mal hier vorne hin am besten. Ne, das hat sich hier reimt. Ne, oder geht einfach mal hier vorne hin. Und mit Bethany. Bethany, eine eisige Umarmung. Perfekt. Das war perfekt. Ich spiele gerne mit Bethany, aber jetzt spiele ich auch ziemlich gerne mit Hawk. Also ich kann echt nur sagen, wäre mal so ein schönes, naja, wie soll man sagen, Action-Rollen und, naja, das ist ja kein Survival, also eher so ein Action-Rollenspiel haben will, da ist echt Dragon Age schon eine gute Alternative. So, was haben wir hier jetzt? Grobe Lederstiefel, ausgerüstet sind welche aus Purpur, die bringen 19 Rüstung und schwere Elfenstiefel bringen 16 Rüstung. Gut, was habe ich eben bekommen? Eben habe ich doch kaiserlicher Bluthelm, Lederrüstung, Halsberg des Drachenjägers. Was ist das? Brustteil Agentum, 115 Rüstung. Plus 460 Feuerresistenz, 20 Stärke, 20 Konstitution. Jetzt sag mir bitte das. Nein! Die Attribute will ich sehen. 20 Stärke, wie viel Konstitution? 17. Gut, Evelyn. Beim nächsten Stufenaufstieg. Wow, das dauert noch. Stärke, Konstitution. Konstitution, Stärke, Konstitution. Okay, hier haben wir die Konstitution, aber nicht die Stärke. Evelyn. Ich weiß auf jeden Fall schon. Moment, was hat Evelyn denn ausgerüstet jetzt? Du wärst als. Ne, auf jeden Fall. Was? Nur für Dashhawk? Oh Mann, ich verstehe das nicht. Warum ist das jetzt wieder nur für Hawk? Mann, das ist doch bescheuert. 20 Stärke, 20 Konstitution. Moment, ich nehme mir jetzt mal einen Zettel und schreibe mir das mal eben auf. Okay, Moment, Leute. Hawk, Doppelpunkt.
20 Stärke, 20 Konstitution. So. Ja, falls ich jetzt noch etwas länger Dragon Age spiele und ich mir das nicht merken kann. So, hallo! Und du hast gesagt, dass ihr des Weges kommt. Die Drachen hätten mich mit Sicherheit aufgespürt. Ganz ruhig. Erzählt mir, was hier geschehen ist. Ich sage euch, was ich weiß, aber tut mir den Gefallen und sprecht leise. Da ist noch ein Drache in der Nähe. Rennt um euer Leben. Genug gestammelt, raus hier. Ihr könnt jetzt gehen. Moment. Noch andere Überlebende? Konnte sonst noch jemand entkommen? Genau, sag mal. Einige meiner Kameraden rannten zur Oberfläche. Hoffentlich haben sie es geschafft. Ihr könnt jetzt gehen. Ihr solltet zusehen, dass ihr hier rauskommt. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Ihr solltet auch gehen, aber nicht da entlang. Dort ist dieser riesige Drache. Ein riesiger Drache? Noch ein Drache? Noch größer als die eben? Oh, oh. Diese Bedrohung können wir nicht einfach hinter uns lassen. Nein! Wir sollen doch jetzt nicht echt... Ach du Scheiße, Kante der Knochengrube. Gut, das ist wohl bestimmt so eine Art Bossfight, denke ich mal. Oder was heißt Bossfight? Das ist, glaube ich, so ein etwas... Naja, wo geht's hier denn noch lang? Hier können wir auch noch erforschen. Gut, wo ist Warwick? Bist du eigentlich... Warwick! Bist du der... nein, du warst so dumm und konntest da nicht um die Ecke laufen. Haha. Gut, wo geht's denn jetzt hier lang? Um die... in der Tür hier ist noch eine Kiste, die bringt uns... Fingerfesseln der Galgenburg-Sklaven. Ah, okay. Da waren die nämlich. Die habe ich nämlich gesucht. Ah, die sind hier, gut. 7 Gesundheit, 9 Verteidigung. Fingerfesseln der... Okay, bring das Gleiche. Ich glaube, 7 Gesundheit, 9 Verteidigung. Was haben wir hier ausgerüstet? Ring mit 18 Angriff. Ne, den lassen wir hier auf jeden Fall. Bei Warwick haben wir gar keinen. Und bei Hawk können wir den auch ausrüsten. Ja, sehr schön. Wir werden hier ja immer weiter gepusht, immer mehr Damage hier. Doch ich denke, jetzt wird es gleich mal richtig dicke für uns kommen. Okay, gehen wir zum Drachen. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch. Nochmal tief ein- und ausatmen und gehen wir zum Drachen. Jede Klasse verfügt über eine einzigartige Möglichkeit, sich aus gefährlichen Situationen... Ja, Mensch, wie soll man das denn vorlesen? Hallo! Was bist du denn für einer? Ach du heilige, ausgewachsener Drache. Ja, ich brech ins Essen. Wie soll ich dich denn bekommen? Was bist du denn für einer? Ach du heilige. Ja, ich nehme Warwick und let's go, Leute. Ich hoffe mal, dass wir den packen. Ach du heilige. Wo ist Bethany? Ich brauche hier Bethany. Hier brauche ich ohne Witz einfach nur Bethany. Mensch, ist das hart, ey. Komm, der geht aber down, der geht down, der geht down. Moment, ich hab doch noch, wenn ich jetzt auf Hawk gehe, ich hab für meinen Hawk doch noch, nein, wo ist der? Wieso Ausdauertrank? Ich müsste doch noch... Moment. Sie können nur von Kriegern oder Schurken verwendet werden. Wo hab ich denn... Oh, ich hab kein Gift mehr. Verdammt. Ich hab gehofft, dass ich noch Gift habe, aber wow. Joa, kloppt er uns da erstmal zurück, ist klar. Komm, ich nehme jetzt erstmal Evelyn. So, Evelyn, ziehen wir den mal down. Komm, du machst hier mit am meisten Damage. Komm, der geht doch runter, ja. Und ich habe ihn, glaube ich, irgendwie eben betäubt.